Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 13 Karrieremodus. Wir standen vor mit dem Spiel, mit dem letzten Testspiel Hertha BSC gegen Karlsruhe. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Versuch's nochmal. Komm, Wagner. Komm noch einmal, komm, das schaffen wir. Hä, darfst du aber irgendwie den Boden berühren? Ach, schade. Warte mal, wir sind immer so. Wow, wow! Okay, ein noch. Zack. Schade. Jo, dann beginnen wir mit dem Testspiel. Natürlich hat das gestern keine Folge kam wie geplant. Ich bin gestern nicht zum Aufnehmen gekommen. Und wie schätzt du die Gastgeber ein? Und ja, es wird aber nochmal ein kleines Infovideo geben. Ein Thema aufnehmen und alles mögliche. Wow, war ich nicht. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurm. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Komm, Benatierer. Mehrere Anspielstationen in der Mitte. Er sucht den Abschluss. Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Jetzt sind... Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, Njeng. Treffer. Oh Mann, 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 oh Mann. Komm, beweg dich, Pekarek. Boah, wie ist mein Tor da? Schön nochmal Wagner. Wagner. Auch der nicht. Macht denn der Torwart da? Macht er jetzt Kreislauf? Er attackiert ihn, er will den Ball. Der zeigt euch den Kreislauf eines Menschen. Genau, weil FIFA wird jetzt alle 2 Tage erscheinen. Jetzt sind die anderen Uhrzeit weiß ich nicht. Das werde ich mir noch nicht ganz festlegen. Nein! Das muss es sein. Festlegen würde ich momentan den sagen. Also, die Folge kommt natürlich. Heute direkt nachdem ich sie aufgenommen habe und gerannt habe halt. Jetzt beeilt euch mal! Ey, Alagui. Ah, das kann er noch schaffen. Nein, 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 wieder ein Fieber. Sauber geklärt. Kraft. Schön der Ball jetzt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Alagui muss es dann mit mir suchen, aber der Teil ist auch nicht drin. Ecke, Benatira. Niemeyer in die Arme. Sagt der Torwart. Dankeschön. Ei. Oh, abseits. Ich glaube, da müssen wir nochmal die Wiederholung bemühen. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine... Pekarek, Alagui. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Injeng Wagner, wieder in der Pfosten, schade. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Angriff auf den Gegner. Also irgendwie der Ball nicht rein. Und jetzt starten sie ihren Konter. Das sieht gut aus. Heieiei. Abgefangen. Benatira mit dem großen Fehler jetzt hier. Schön. Jetzt könnte er kommen. Nein, wieder natürlich nicht. Zu lang der Ball gespielt. Oh nein. Stark gemacht. Ich glaube, wieder Gefahr, den Konter zu fangen. Das ist die Möglichkeit für einen Konter.
Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Aber genau, wie gesagt, das Infovideo werde ich mit dem anderen Spiel im Hintergrund machen. Und er versucht, er den Ball zu bekommen. Und jetzt hat er die Chance. Weil FIFA ist jetzt ein bisschen scheiße so mit Infos. Da will ich lieber mich mehr auf das Spiel konzentrieren hier. Wo die Hertha irgendwie nicht so läuft, wie ich das will. Kurz an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Jetzt schnell spielen. Jetzt jawohl, Alawi. Ei, zu weit vor. Alawi. Ja. Ja, Alawi, mir meinst du. In der 45. Minute. Das ist immer schön. Das ist immer demoralisierend für den Gegner. Meine Güte, das geht doch. Ja, ja, das ist genau das. Die hatten schon abgeschlossen. Demoralisierend. Was ist ein deutsches Wort? Leute, ich finde das alles ganz schön demoralisierend. Ja, ich bin ein Klanger. Nee, Spaß, ich hab nichts gegen Ausländer. Jetzt haben sie doch tatsächlich kurz. Nein, ich hab mich umgestellt mehr, scheiße. Ich meine natürlich, so ein Mistchen. Das beflügelt sie. Ja, und das gibt Selbstvertrauen für die Halbzeitansprache. Die werden jetzt Franz. Berühmt-berüchtigten kein Pass angekommen. Loft. Dreimal geht das Täfelchen hoch. Ronny. Auf Kluge. Ramos. Mein lieber Mann. Niemeyer. Der Ball aber wie am Schnürchen. Schulz auf Benatira. Benatira auf Zaha. Zaha auf Ramos. Ramos zum Gegner. Ist bereinigt. Schöner Einsatz jetzt hier. Und das macht er richtig gut. Ronny. Aber der schön für Zaha. Kommt der Ball ist Ben Zaha. Mit dem 2:0 für Hertha BSC Berlin in der 53. Spielminute. Komm. Peter attackiert. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Niemeyer. Sonst ist mir extravagant hier mit Ronny. Ich wollte eigentlich einen Ableger machen, dass der ihn schön nimmt, aber irgendwie ist das nicht so geworden, wie ich wollte. Ernest Benatira, jetzt mit der Ecke. Ecken ist irgendwie nicht so meins. Taktisch nochmal was zu verändern. Ramos kommt nicht mehr dran. Schade. Nach meiner Ecke. Der Spieler dazwischen war. Wie wechseln wir den Schützen? Logisch, das muss Eckball geben. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Guck mal hin! Zaha, wieder nicht. Er versucht den Ball. 13 wäre noch beruhigender. Kluge! Schön gehalten vom Torwart. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wieder Ronny in die Mitte, Ramos drüber. Dann ist es einen frischen Spieler einzuwechseln. Schade. Naja, vielleicht sieht mir noch das dritte Tor, meine Damen und Herren. Ah, meine Damen und Herren, ich bin der Präsident. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Oh. Gar, ne? Da freut sich der Trainer. Oh. Und Kluge. Mit dem 3:0 jetzt in der 72. Minute. Da geht so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau doch mal hin, Manni. Da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Nein. Boah, war das knapp. Und den hat er gerade noch über die Latte gelegt. So, die Fans schauen nochmal etwas genauer hin. Es gibt Eckball. Oh,
Komm, und jetzt schnell nach vorne, Kraft. Toll gemacht. Herrlich gemacht. Manchmal musst du es auch die Überzahl ausnutzen. Ramos daneben, weil Benatira wird verletzt. Das ist ärgerlich. Das war eine super Vorlage. Das wäre sonst eine richtig schöne Aktion gewesen. Franz. Benatira hat sich noch einen Fehlpass, der ist angeschlagen. Das merkt man dem auch an. Oh oh. Oh oh. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ich glaube, der wäre jetzt am liebsten schon in der Kabine. Ein Spiel sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Oh nein, das sieht nicht gut aus für mich. Ich muss im Pokalspiel wahrscheinlich ganz anders auflaufen. Ja, so kann es weitergehen. Dann Innenverteidigung, linker Verteidiger, alles. Ganz andere Stürme mal. Das ist Neverkamp FIFA 13 mit diesen ganzen Sequenzen aber im Wechseln. Ich glaube nicht mehr, dass hier noch viel passieren wird. Ramos. Ramos. Ah Mann, das geht mir nicht mehr so. Ey, das war jetzt ein mega Handspiel. Warte, komm, wir versuchen es einfach mal. Just for fun. Just for. Das regelt nun der Schiedsrichter. Komm mal da, just for fun jetzt. Ah, schade. Aber kein Problem für den Torhüter. Abpfiff. Hand, das letzte Spiel. Das war kein Handspiel. Nee. So sieht ein Pass aus. Nein. Gehalten. Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Nochmal die Ecke jetzt. Der Ball kommt auch nochmal rein. Schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Da ist ein Spieler. Ach, das ist ein Mobbing. Dass er sich gezerrt hat. Und hier pfeift der Schiedsrichter aus dem letzten Loch. Es ist der Schlusspfiff. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände. Aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich ein völlig verdienter Erfolg. Ja, Freunde, das war's denn auch mit dieser Folge. FIFA 13 Karriere, Hertha BSC Berlin haben wir natürlich wieder gewonnen. Mit 3:0 gegen Carlisle United. Bester Spieler Thomas Kraft.